Ja, hallo, hab mal wieder einen Brief schreiben dürfen. Diesmal ist es natürlich, ja, es ist ein bisschen tragisch, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wie ich den Leuten jetzt groß helfen kann. Also bei meiner Alma Mater, das wissen wir, ist die Universität, hat man jetzt die geniale Idee gehabt, dass man nur noch die Kurse mit zertifizierten Leuten durchführt. Jetzt, also mit Zertifikat 3G. Und jetzt ist natürlich so, ich bin immer noch in der Alumni-Organisation. Auch die Alumni-Organisation macht natürlich Zertifikatsveranstaltungen, hat das schon einmal gemacht. Und grundsätzlich habe ich die Alumni-Organisation, also ich habe mich schon dann ein bisschen im Aufbau eine gute Idee gefunden. Also zum Beispiel ist Blocher dort und hat immer größere Mengen Geld gespendet für den Nachwuchs. Ja, es geht dann halt jetzt auch nicht mehr. Ich selber habe ja kein Geld hier, wie es kommt, Namenkerl. Ja, okay. Also, und das ist jetzt halt doch ein bisschen ein Schritt zu weit. Ich meine, man hätte wahrscheinlich schon beim Klimaschwindel einschreiten müssen und jetzt habe ich dann doch den Austritt aus der Alumni-Organisation gegeben und ich denke, ich lese mal den Brief vor. Er ist, ich glaube, mal deutlich genug. Und wenn er halt nicht öffentlich ist in dem Sinne, dann verfehlt er ein bisschen seinen Zweck. Das heißt, ihr, meine Hörer, müsst ihn euch jetzt leider anhören. Also er ist LaTeX geschrieben, selbstverständlich, kein Word für Intellektuelle. Ist ja klar. Gut, also. Ja, gleich am 12. September. Mein Name, meine Adresse, UZ Alumni, Schönberggasse 15a. Das ist hinten unten der Universität Richtung Stadt. Falls das jemand wissen will, eben in Zürich. Und es fängt an mit: sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Rübel. Herr Rübel hat natürlich eine Professur, ich glaube Veterinärmedizin, so ein Quatsch, und Doktortitel, aber ich glaube, das verzichten wir jetzt bei diesen Leuten. Als Beilage 1 sehen Sie, ich gehe davon aus, dass dies neu für Sie ist und Sie demzufolge die Bedingungen für die Maturität nicht erfüllen, eine mittelschwere Mittelschulaufgabe, wie man sie in sehr vielen Mathematik-Schulbüchern findet, die mit Hilfe des Satzes von Bayes zeigt, dass alle medizinischen Tests ohne Zusatzinformationen nutzlos und beliebig falsch sind. Damit folgt, da im Falle von Corona, wo diese Zusatzinformationen nicht erhoben wurden, keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse über die Anzahl der Corona, Klammer auf, das wäre übrigens die korrekte Schreibweise. Corona mit C geschrieben ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts die falsche Schreibweise. Oder Leute, die Bücher aus dem 19. Jahrhundert gelesen haben, zum Beispiel von Karl May, im Originaldruck, die wissen oder denen fällt auf, dass sehr viele Begriffe mit C geschrieben werden. Also so Kabinett, Bundeskanzlerin und so etwas. Kabarett natürlich, das wissen sie. Also mit C und dann hat man all diese Worte auf K geändert. Das war die erste Dudenkonferenz, das war glaube ich 1903 oder 1901, weiß ich jetzt nicht mehr. Und man hat dann später noch mit der neuen deutschen Rechtschreibung auch die Fremdwörter eingekarrt. Also damals war dann die Regel, als ich zur Schule gehe, dass man die Fremdwörter, zum Beispiel Kobalt, mit C schreibt, weil es im Englischen Kobalt mit C geschrieben wird. Manchmal kann man auch mit K schreiben, wenn man klar in der deutschsprachigen Umgebung ist. Jetzt mit der neuen deutschen Rechtschreibung muss man also Kobalt, genau wie die Kobolde, mit K schreiben. Jetzt haben die Leute natürlich Probleme, dass sie nicht merken, dass die Kobolde mit K
ein deutsches Wort sind, oder diese Männchen im Wald. Und Kobalt mit C ist dann ein Element, das man in Batterien findet. Ich sage das für alle Leute, die grün werden, da werde ich keine unter meinen Zuhörern haben wahrscheinlich. Okay, gut. Also. Weil Infektionen existieren. Also, wir haben, weil diese also Spezifität und Sensitivität nicht erhoben wurden oder anderes, man kann es schon anders machen und auch natürlich postfaktum keine Obduktionen von an Corona verstorben gemacht werden, weiß man nicht, wie groß die Falsch-Positiven ist. Man kann nicht sagen, wie viele Corona-Infizierte es überhaupt gibt. Also, keine Ahnung. Es dürften ein Hundertstel sein oder keine. Also die üblichen Zahlen, das sind eben 99% falsch positiv, so typische Tests. Gut. Okay. Daraus wiederum folgt trivialerweise und zwingend, dass die Beschlüsse des Bundesrates und deren Befolgung durch die UZK rechtswidrig sind. Das ist ziemlich einfache Argumentation. Das ist bei uns der Artikel 40 des Epidemiegesetzes und nach dem müsste der Bundesrat in regelmäßigen Abständen die epidemische Lage verfolgen. Macht er nicht, sondern er verlässt sich auf ein offensichtlich inkompetentes Fachgremium von Experten, die weder gewählt noch sonst bestimmt worden sind. Gut, das ist eine andere Sache, das ist eben Sache der Juristen, das zu entscheiden. Genau. Statt, und darauf kommt eben dieser Punkt, statt dass nun die UZK diesen Fragen nachgeht, man müsste zum Beispiel die Abhängigkeit von Spezifität und Sensitivität als Funktion des angewendeten PCR-Tests abklären. Dazu müsste man allerdings einen Standard entwickeln, darauf komme ich zurück, sowie andere Nachweismethoden entwickeln. Das ist der naturwissenschaftliche Teil, den die UZK als Träger des öffentlichen Rechts durchführen muss. Und nicht einfach sagen, ja, ich muss. Nein, es geht nicht. Gut. Und jetzt eben noch der rechtliche Teil. Und die juristischen Folgen des strafbehafteten Vorgehens der Behörden abzuklären. Also, das ist klar, oder? Also, ich meine, strafbehaftet ist so ein Lieblingsbegriff von deutschen Juristen, oder? Also, das können Sie so machen. Also, wenn Sie jetzt mit 200 durch ein Dorf fahren, ist das strafbehaftet. Oder wenn Sie jetzt jemanden umbringen, können Sie sagen, meine strafbehaftete Tat, ich habe den da umgebracht. Die Polizei wird sich über Ihre Ausdrucksweise sicher freuen. Wobei man redet ja nicht mit der Polizei, das wisst ihr. Gut. Jawohl. Und werden von der, also eben statt diese notwendigen Tätigkeiten zu machen, werden von der UZK sklavisch die Behördenvorgaben befolgt. Wenn sie sich da weg, da die 68er Professoren, nicht bei denen, nicht zum größten Teil in die Schule gab, wenn man, also dich als Professor hatte, ich meine, wenn sie sich vorstellen, dass die jetzt irgendwie, wenn die Behörde etwas sagt, dass die das machen, ja. Das ist eine lustige Vorstellung. Ja, okay. Jawohl. Es ist interessanterweise durchaus so, dass die mathematischen Grundlagen noch an der UZK unterrichtet werden, Beilage 2. Es fehlt aber offenbar an den Fähigkeiten, das gelehrte Wissen auch anzuwenden, oder? Jetzt Beilage 2 ist speziell lustig. Das ist die Professorin Delia Ceausescu, glaube ich. Ja, so ähnlich. Also, oben, die ist Professorin, Assistenzprofessorin wohl für Mathematik, sonst würde sie etwas genauer kennen. Die hat die Vorlesung Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie, nennt sich Introduction to Probability, weil Englisch können sie, aber mit Mathe haben sie schon ein bisschen Mühe. Und dann ist halt hier der Satz von Bayes oder als Definition gegeben. Und ja, dann kann man eigentlich den Rest ausrechnen, oder? Ah ja, die Beilage 1 habe ich vergessen zu zeigen. Also das ist wie üblich der Bigalke Köhler empfehlenswertes Mathematikbuch für kurz vor der Matura, weil die sind die Lösungen sehr gut ausgearbeitet. Der hat dann Fall, ich habe sie, glaube ich, auch schon mal vorgerechnet. Nein, glaube ich, nicht mit den Zahlen. Egal, auf jeden Fall haben wir da 99,55% falsch positiv. Und wie gesagt, also aus den Obduktionen wissen wir jetzt, es ist
sind 98 oder 99%. Es gibt noch eine Abschätzung von 80%. Vielleicht verlinke ich die. Und das ist halt etwas, was man tun muss. Wird nicht getan. Gut, was sind die Folgen daraus? Also, ja, eben. Es ist für mich selbstverständlich nicht möglich, einer Organisation anzugehören, die nicht in der Lage ist, einfachste Überlegungen auf ihrem zentralen Gebiet auszuführen, und trete unter Protest aus der Alumni-Organisation aus. Jetzt natürlich, oder ich meine, das hilft niemandem, aber es wenigstens 80 Franken sind da jetzt weg. Und da muss man natürlich auch das sagen. Ich habe schon auch eine staatsbürgerliche Verpflichtung. Ich werde vielleicht darauf dann nochmal eingehen. Ja, doch, das ist 10 Minuten. Ja, ich will es nicht zu lange machen. Ich werde mich in Zukunft als Bürger und Steuerzahler dafür einsetzen, dass die Universität in Zürich in Zukunft wieder den Standards in Bezug auf Seriosität und Fachkompetenz entspricht, wie sie zur Zeit meines Abschlusses 1992 selbstverständlich war. Das dürfte mit dem gegenwärtigen halbgebildeten Personal, also die Maturität nicht erfüllen, nicht möglich sein. Dann ist klar, muss ich einen kleinen Abmahnungssatz anschreiben. Es war nicht nur Abmahnung im formalrechtlichen Sinne, aber es ist trotzdem so was wie eine Abmahnung, und die heißt: Würden Sie zudem bitte nicht weiter die Wissenschaft verspotten und mich als Absolvent sowie allenfalls andere ernsthafte Wissenschaftler verhöhnen? Und das ist mit freundlichen Grüßen. Dann die Beilagen sind erwähnt, das ist Beilage 1 und 2, so und zusätzlich das Recht und Beitrag, also mein Mitgliederbeitrag habe ich Ihnen jetzt geschickt. Ja, eben wegen der Verantwortung als Staatsbürger, oder? Also ich meine, diese Kriege, das war eben 1992, habe ich ja jetzt geschrieben, es war dann nach einem WK gab es die offizielle Inaugurationsveranstaltung, Entschuldigung, da sitzt man dann so in diesem wunderschönen Saal der Universität Zürich, oder all die Leute, die da die Dis gekriegt haben. Und dann hat man die Freundin, die Frau oder in meinem Fall, oder natürlich die Eltern dabei. Also ihr müsst euch mir vorstellen, so ein bisschen wie Sheldon Cooper, oder ich war so bei den Jüngeren, ich glaube der zweitjüngste damals. Und da hat man dann natürlich studiert und dies gemacht und hatte keine Zeit für Frauen, die ja selbst so interessant waren wie mein fantastisch interessantes Dissertationsprojekt. Und in jedem Fall ist dann der Hü, also das war der damalige Rektor, der hieß H.H. Schmidt, Hans Heyre, glaube ich. Und der Theologieprofessor hat dann seine pathetische Rede gehalten, so mehr oder weniger. Und in dieser Rede ist eben auch vorgekommen, oder? Weil sie haben einerseits eine fachliche Verantwortung, wenn sie die Dis kriegen. Also sie müssen nur sagen, ja, ich muss so schon etwa das machen, was da drauf steht, oder? Also bei mir steht jetzt halt physikalische Chemie und der Titel von meiner Dis, ich habe es mal vorgegeben. Zeigt. Und dann ist halt so, ich darf jetzt gegen euch, muss ungefähr das wiedergeben gegenüber dem Publikum, was ich gelernt habe. Wenn ich mich auf meinen Titel beziehe, wenn ich jetzt zum Beispiel einen erotischen Roman schreibe unter einem Pseudonym, dann natürlich nicht, aber wenn ich sage, ich bin Herr Dr. Sutter, dann muss ich das bringen, was ich gelernt habe. Das ist nicht etwas anderes, oder ich begründe, warum ich von dem, was ich gelernt habe, abweiche, oder? Das machen die Leute eben nicht. Sie gehen in Abweichung zu dem, was sie gelernt haben, brauchen aber ihren eigenen Titel, und das ist dann der Betrug. Das werde ich dann in einem anderen Video noch genau einführen. Und er hat aber auch noch etwas Interessantes gesagt. Und zwar, die Dis ist auch verknüpft mit einer ethisch-moralischen Verantwortung. Also ich kann jetzt nicht einfach hingehen und sozusagen die Wissenschaft verspotten, was ich den Leuten ja vorwerfe. Und das ist sicherlich ein entscheidendes Statement. Herr Schmidt lebt jetzt natürlich nicht mehr unterdessen, und er ist auch nicht wirklich so eindrücklich gewesen als Rektor. Aber in dem Sinne hat er recht, und es wäre interessant zu sehen, wie er sich in der heutigen Zeit schlagen würde. Ich vermute, dass er nicht diesen peinlichen Auftritt hätte, den wir jetzt bei unseren sogenannten Wissenschaftlern sehen.
Sicher weiß ich es nicht, aber ich denke mal, der Mann hätte jetzt durchaus genügend Rückgrat, zum hinzustehen und sagen, jawohl, das geht nicht, Leute. Und das habe ich jetzt da in dem Brief, glaube ich, deutlich genug ausgedrückt. Also in dem Sinne, jetzt gehe ich zurück vor den Fernseher und schaue einen Film aus den 70er Jahren, aus einer Zeit, als es noch besser war, auch in Deutschland und der Schweiz. In dem Sinne träumen wir von einer besseren Zeit. Schönen Abend.